Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli, jetzt unter neuem Namen und zwar zuallererst mit der Bastelstunde Modellbau. Das ist ein Format, was ich mir jetzt gedacht habe, dass ich in meine Update-Videos der Steampunk-Anlage nicht so viel Bastelaufnahmen reinmachen werde, nur noch kurz, und den Rest werde ich dann hier in diesen Bastel-Videos explizit zeigen, aber auch hier alles im Kurzformat. Wer mich kennt, weiß, dass ich so Videos in so, so 5 Minuten bis 10 Minuten versuche abzureißen, nur um das gerade zu zeigen. Wer mehr wissen will, kann mich das gerne wissen lassen. Da kann ich gerne mehr ins Detail gehen. Ich habe, wenn ihr wisst, was ich hier an Aufnahmen habe von dem, was ich hier zeige und von dem, was letztendlich noch zu sehen ist, wird ja auch sagen, um Gottes Willen, 90%, 95% rausgeschnitten. Aber das ist ja auch der Sinn. Es soll ja auch nicht langweilig werden, sage ich immer so schön. Es bringt ja nichts, wenn man hier ständig nach vorne spult und wie auch immer. Ich beschleunige das hier ran. Ihr wisst das ja, ich mache das teilweise 4-, 5-, 6-fach Geschwindigkeit, dass es eben alles ein bisschen schneller geht. Und hier sehen wir übrigens das Stellwerkhäuschen. Ich habe es schon bemalt, das habe ich euch gar nicht gezeigt, weil das hatte ich schon 100 Mal in anderen Videos. Hier kommen noch meine berühmten Schnürkel unter dem Balkon. Das ist ja ein 3D-Druck, das habe ich euch ja auch schon gezeigt in einem der letzten Videos, wo es als Rohbau stand. Werde ich noch ein paar Sachen gleich ein bisschen mit einblenden. Und die Schnürkel, die ich darunter gemacht habe, die sollen so diese Balkonstützen sein, aber eben auch in dem Flair, was die Steampunk-Anlage angeht. Das heißt, das Ganze ein bisschen irgendwo mit Eisenteilen und wie auch immer. Deswegen habe ich das gemacht. Ein bisschen Farbe wollte ich diesmal reinbringen. Deswegen habe ich hier blaue Fensterumrahmungen, Fensterbretter gemacht. Dass, wenn man auf die Anlage guckt, nicht bloß überall grau und braun und Rost und wie auch immer sieht. Ein bisschen Farbe kann da ruhig mit rein. Und deswegen habe ich das gemacht. Hier geht es jetzt übrigens schon an die Beleuchtung der Stellwerkhäuschen. Ich versuche ja so viel wie möglich mit Beleuchtung auf der Anlage zu arbeiten, dass das Nachtdesign entsprechend schön wird und dass man das auch dann, wenn man das Licht ausmacht, wunderschön alles sieht. Hier geht es übrigens jetzt schon an die Wash ran, das heißt, die Beleuchtung ist schon eingebaut. Wie gesagt, wer mehr gerne dazu wissen will, der soll mich das wissen lassen, dann werde ich das gerne zeigen. Hier sehen wir schon, wie ich das Ganze verschmutzt habe, wie ich die Häuschen unten schön dreckig gemacht habe, dass das eben doch passt. Die stehen ja neben der Bahn, neben der Eisenbahn, und da wird sowieso alles dreckig. Und in der Steampunk-Welt ist sowieso alles dreckig. Hier sehen wir die Beleuchtung noch mit drin. Die kann man übrigens auch über einen weiteren Widerstand noch dimmen, falls mir das zu hell sein sollte. Und hier kommt ein kleines Schildchen, was für das schmalere der beiden Stellwerkhäuschen sein soll. Das Dobbingen-Schild für den Bahnhof oben, das habe ich ausgedruckt, habe mit schwarzen Edding den Rand ein bisschen nachgemalt. Hier sehen wir übrigens das Trafohäuschen. Da habe ich keine Bastelvideos dazu gemacht. Ich zeige euch nur, wie es ausschaut. Denkt immer dran, wir arbeiten mit sehr hohem Zoom jetzt hier gerade. Das heißt, wenn alles ein bisschen, verwaschen aussehen könnte, das ist einfach, weil ich wirklich mit, ich glaube, 9- oder 10-fach Zoom mitunter rangehe. Die Mauern, hier kommen wir schon zu den Mauern. Das heißt, die habe ich ausgedruckt. Ich bin direkt diesmal auf den schwarzen Untergrund drauf gegangen, habe das Ganze mit einer sandigen Holzfarbe, nenne ich es immer. Das heißt zwar Sandfarbe, aber ich mag das als Holzuntergrund sehr. Und dann mit einer braunen Wash dann die Kanten alle schön ausgearbeitet und hier dann die eigentlichen Kanten in braun, das heißt so ein bisschen verrostet, alle reingebracht und dargestellt. Und das war es eigentlich schon für heute. Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist. Nächstes Mal geht es wieder weiter mit dem Update zur Steampunk-Anlage. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Bist du noch kein Abonnent, klick mal drauf, der Uli freut sich. Ansonsten mach schön gut, dein Aquapainter aka Uli. Tschüss! Thank you.